Hallo zurück bei mir im Küchengarten. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich pflanze heute meine ersten Tomaten ein. Wir haben jetzt Ende April, genauer gesagt den 30. April. Und normalerweise warte ich schon immer bis nach den Eisheiligen. Das ist jedes Jahr immer an einem anderen Wochenende, immer so Mitte Mai. Also wir haben noch 2 Wochen bis dorthin. Aber ich habe ein Problem, weil es so warm war Anfang April, sind meine Tomaten unglaublich in die Höhe geschossen. Vor allem meine Fleischtomaten, die ich circa 2 bis 3 Wochen vor meinen normalen Buschtomaten und Cherrytomaten ausgesät habe, sind richtig hochgeschossen. Und ich habe vor unserem Haus so einen großen metallernen Trog, der unterdacht ist. Da gibt es ein Video dazu, wie ich den das erste Mal aufgestellt habe. Das verlinke ich euch da oben. Dort fällt immer die Ostsonne hin, also die Morgensonne. Das ist ein richtig guter Platz für Fleischtomaten, weil es eben überdacht ist und dadurch der Regen nicht von oben auf die Tomatenpflanzen fällt. Und das ist an der Hauswand. Deswegen traue ich mich jetzt schon, die Fleischtomaten dort einzusetzen. Und das verbinde ich gleich mit diesem kleinen Trick, den ich euch zeigen möchte, was ihr machen könnt, wenn euch die Tomaten extrem lang und dünn in die Höhe geschossen sind. Das klappt eigentlich jedes Mal und gibt sogar kräftigere und größere Pflanzen. Zuerst musste ich aber mal Vorarbeiten leisten, und zwar war dieser Metallkasten noch mit Winterpflanzen bestellt. Das sind so Asiasalate, das ist eine Mischung aus Asiasalaten, von denen konnten wir im Winter wirklich gut ernten. Jetzt gehen sie aber schon in die Blüte. Ich werfe sie natürlich nicht weg, sondern die bekommen meine Hühner, die sich über frisches Grün aller Art immer sehr freuen. Und danach habe ich in diesem Metallkasten eine ganz tiefe Rinne ausgehoben, also wirklich tief. Und dieses Jahr möchte ich mal probieren, mit Schafwolle zu düngen. Ich habe ja da einen Hof in der Nähe, die mit Schafen arbeiten. Von dort habe ich auch meine Laufentenbruteier. Und von denen konnte ich die Abfallwolle, die vom Bauch, die verschmutzte, günstig bekommen. Mich sehr gefreut. Das ist herrlich. Ich liebe den Geruch. Da kommt jetzt in diese tiefe Rinne eine dicke Schicht Wolle hinein. Und jetzt kommt der interessante Part, wie ich die vergeilten Tomaten retten werde. Ich entferne zuerst das Töpfchen. Das Wurzelsystem schaut sehr gut aus. Und dann entlang des Stiels die ganzen Blätter, denn entlang des gesamten Stängels wird die Tomate Wurzeln ausbilden. Ich werfe die Blätter dann auch hinein in das Pflanzloch, denn Tomaten stehen gerne in ihrem eigenen Dreck. Und dann lege ich die langen Tomaten flach in diese Rinne hinein. Da ist es egal, wo der Wurzelballen sich befindet. Und nun wird diese Rinne und der lange Stiel der Tomaten komplett mit Erde bedeckt und ich lasse nur die obere Triebspitze mit 3 Blättern herausschauen. Hier habe ich noch so einen alten Terrakottatopf. Das Loch habe ich mit einem Korken verschlossen und mir so gewissermaßen eine eigene Euer gebaut, also eine Bewässerung im Substrat drinnen. Jetzt kann man schön vorsichtig die Spitzen leicht aufrichten. Wenn einem das zu heikel ist und man Angst hat, dass einem der Stiel abbricht, kann man das auch lassen. Die Tomate würde sich in den nächsten Tagen von selbst wieder aufrichten. In diesen 1,50 Meter langen Kasten habe ich insgesamt 3 Tomaten hineingesetzt. Die werde ich 2-triebig ziehen für einen schönen Ertrag. Und hier seht ihr die 3. Tomate, die war nicht ganz so vergeilt, trotzdem schräg hineingesetzt, weil, wie gesagt, die Tomaten ja entlang des gesamten Stiels Wurzeln bilden und das Tiefersetzen so nur Vorteile hat für die Kräftigkeit und die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Und was bei mir ein absolutes Muss ist, zu meinen Tomaten setze ich immer Basilikum. Der passt nämlich nicht nur am Teller wunderbar zur Tomate, sondern ist auch eine herrliche Unterpflanzungspflanze. Bei diesem Basilikum war es wirklich schon höchste Zeit. Der ist nämlich schon recht trocken und lapprig. Oft erspare ich mir da den Arbeitsschritt, ihn selbst auszusehen, sondern ich kaufe mir im Supermarkt, überall gibt es das jetzt, eine fertige Pflanze im Töpfchen. Und da sind ja oft 10 bis 15, sogar 20 einzelne Pflanzen drinnen.
die teile ich dann und jede einzelne Pflanze, wenn man immer schön oben das Köpfchen abzwickt, wird eine herrlich buschige Staude bilden. Natürlich wird das Ganze jetzt gut eingeschwemmt, vor allem für das Basilikum, das ja recht trocken war. Wir haben dazu eigens unter unserem Carport einen 1000 Liter IBC-Tank stehen, damit gieße ich New Bethlehem und diesen Trog. Und auf die gefüllte Euer kommt dann ein Deckel drauf, damit keine Tierchen reinfallen und das Wasser auch nicht so leicht verdunstet. Und diesen Deckel fülle ich dann auch noch mit Wasser. Das ist dann gleich auch noch eine Insektentränke. Eine Win-Win-Situation. Ich hoffe, mein kleiner Tipp war euch hilfreich. Probiert es aus. Absolute Empfehlung. Das klappt wirklich jedes Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt ihm einen Daumen rauf oder abonniert vielleicht sogar meinen Kanal. Ich wünsche euch einen ganz schönen Mai, ein schönes Werkeln in euren Gärten und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!